Mein Name ist Sven Ericke. Ich bin Prokurist am Institut für Neue Medien und auch stellvertretender Ausbildungsleiter dann am Medienkolleg Rostock. Also das Institut für Neue Medien ist an sich eine Medienbildungsgesellschaft, gliedert sich eben in zwei Geschäftsbereiche. Die Medienwerkstatt Rostock, die sich vor allem an Kinder- und Jugendmedienarbeit richtet. Und das Medienkolleg ist dann eben der berufsschulische Teil, also eine eigenständige, anerkannte private Berufsschule, wo wir verschiedene Medienausbildungen durchführen. Also wir haben drei Ausbildungsgänge. Das sind einmal zwei Ausbildungsgänge, die jeweils zu den Mediengestalterberufen hinführen. Mediengestalter Digital und Print sowie Mediengestalter Bild und Ton. Das sind jeweils dreijährige Ausbildungen und dann haben wir noch eine zweijährige Ausbildung Cross-Media-Redaktion. Also klar, die Mediengestalter sind so die etablierten Berufe in der Medienlandschaft. Die sind allgemein bekannt. Der Cross-Media-Redakteur ist etwas, das wir aus der Marktbeobachtung heraus entwickelt haben, weil es durchaus in vielen Bereichen von Organisationen, aber auch zum Beispiel Online-Redaktionen den Bedarf gibt an Leuten, die sehr technikaffin sind und die parallel dazu in der Lage sind, Informationen aufzubereiten und zwar dann für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Und damit hat diese Ausbildung eine sehr starke Breite, geht nicht ganz so jeweils in die Tiefe, ist aber für Leute, die sich in den journalistischen Bereich stärker entwickeln wollen. Also wir sind, sage ich mal, offiziell zwar eine Schule und doch ist unsere Ausbildung in einem sehr hohen Maße praxisorientiert. Also ich sage mal, ungefähr 70-75% der Zeit verbringen die Schüler mit praktischen Produktionen, begleitet durch die entsprechenden Ausbilder. Und das Ganze wird natürlich eingebettet durch bestimmten Theorieunterricht, durch die fachpraktischen Seminare, um Technik oder Gestaltungsregeln zu erlernen. Also im Unternehmen bin ich in Praxisprozesse in der Ausbildung direkt mit eingebunden. Wir in der schulischen Ausbildung müssen die simulieren. Das heißt, die Schüler bekommen ein Briefing, so wie es in der Praxis aussehen könnte, müssen dann ihren Arbeitsplan selber gestalten und so den gesamten Arbeitsablauf durchlaufen, wie er im Unternehmen auch ablaufen könnte. Und das macht den großen Praxisanteil und auch aus unserer Sicht den Unterschied auch zu anderen Schulen dann aus. Und ein ganz schöner Standortvorteil seit 2 Jahren ist für uns die Frieda 23, in der wir als Medienkolleg beheimatet sind. Die Frieda 23 ist ein Kunst- und Medienzentrum, in dem 10 unterschiedliche Organisationen beheimatet sind und arbeiten. Das fängt an mit einem 24-Stunden freiem Radioprojekt, das Radio Loro, über ein eigenes Programmkino, das hier im Haus beheimatet ist, das Lichtspieltheater Wundervoll, der Jugendmedienverband, die Kunstschule Rostock. Und das heißt, es ist wieder so ein eigener kleiner Campus, wo also eine Menge junger Menschen zusammenarbeitet. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Umgebung auch für eine Medienberufsschule. Wir fangen immer sehr früh an, die Bewerber zu den Bewerbertagen einzuladen. Aber das Wichtigste ist, gerade auch im Medienbereich, wie sicher auch in vielen anderen Berufen, die Leidenschaft, der Biss und die Bereitschaft, sich auch immer weiterzuentwickeln und jede Produktion immer wieder zu hinterfragen, ist das Beste, was ich jetzt an der Stelle machen konnte. Und seid offen für die Ratschläge der Ausbilder.